Hey, Johannes hier von newgadgets.de und ich bin gerade in Las Vegas auf der CES 2019, der Consumer Electronics Show. Und hier bei Acer schaue ich mir das neue Acer Triton 900 an. Das ist hier ein Gaming Convertible, wahrscheinlich auch das erste Gaming Convertible überhaupt. Fangen wir mal mit dem Display an. Also, es ist ein recht großes Display, wie man hier sehen kann. 17,3 Zoll Diagonale und eine UHD-Auflösung, also schön hochauflösend. Es ist ein IPS-Panel. Ja, wie ihr hier schon sehen könnt, recht dicke Displayrahmen, aber gut, es ist ja ein Gaming-Notebook. Über dem Display befindet sich die Webcam. Und wir haben hier natürlich, wie auch schon erwähnt, die Möglichkeit, das Display um bis zu 180 Grad zu drehen oder ein bisschen weniger ist es. Und das Ganze dann als Tablet zu nutzen, wenn wir es dann wieder zuklappen. Also das ist schon sehr interessant. Ein Gaming Convertible. Man kann es dann entweder, wie gesagt, auf dem Schoß als Tablet nutzen oder auch als ganz normales Gaming Notebook. Und jetzt mal zu den technischen Daten. Acer wird hier natürlich wieder verschiedene Konfigurationen auf dem Markt anbieten. Als Prozessor kommt hier ein Intel Core i7 der 8. Generation zum Einsatz, also schon sehr leistungsfähig. Und von der Grafik her eine Nvidia GeForce RTX 2080, also die derzeit performanteste Grafikkarte von Nvidia. Und somit haben wir hier richtig viel Power für unterwegs. Was auch sehr schön ist, ist hier dieses Sichtfenster, wo wir hier die Lüfter sehen und auch die dicken Heatpipes aus Kupfer, müssten sie zumindest sein, sind kupferfarbig. Das sieht schon sehr beeindruckend aus. Dadurch ist eben auch die Tastatur hier runtergewandert. Hört sich nach einer mechanischen Tastatur an, fühlt sich auch so an. Das ist schon mal sehr cool. Wir haben keinen Numblock, beziehungsweise keine Tasten für den Numblock. Wir haben hier rechts das Trackpad mit zwei separaten Tasten. Und das kann man dann zu einem Numblock umwandeln über diese Taste hier. Manche Gamer bevorzugen natürlich richtige Tasten für den Numblock, aber Acer hat sich jetzt dafür entschieden, weil sonst hätte man natürlich hier auch keinen Platz für einen Trackpad gehabt. Und das sollte man ja schon bei einem Notebook dabei haben. Wie sich für ein richtiges Gaming-Notebook gehört, können die einzelnen Tasten natürlich auch RGB beleuchtet werden. Auf der Rückseite des Displays seht ihr hier auch noch das Predator-Logo, das auch noch beleuchtet ist. Vom RAM her können hier bis zu 32 GB DDR4 RAM ausgewählt werden und für den Speicher eine NVMe PCIe SSD im RAID 0 Verbund. Werfen wir auch mal einen Blick auf die Anschlüsse und da haben wir hier an der linken Seite einmal USB 3, die Audio-Ports und hier ganz besonders einen weiteren USB-Port, wo hier so ein Dummy-Dongle drin steckt. Der wird für einen Xbox-Controller sein, wo man hier auch wahrscheinlich diesen Dongle dran stecken kann, der dann einfach nicht rausguckt, sondern hier reingeschoben werden kann. Auf der rechten Seite haben wir dann hier den Kensington-Lock, den Power-Button, USB-C, USB-A und natürlich einen RJ45-Anschluss für euer Netzwerk. Und die restlichen Anschlüsse sind hier auf der Rückseite. Da haben wir einmal DisplayPort, HDMI und natürlich auch noch den Anschluss für euer Netzteil. Ja, wie ist so mein erster Eindruck vom Acer Triton 900? Was mir hier sehr gut gefällt, ist natürlich die gute Verarbeitung. CNC-gefrästes Gehäuse, das fühlt sich schon richtig cool an und sieht auch sehr gut aus, muss ich sagen. Was auch auffällt, das Notebook ist natürlich sehr schwer. Es ist ein 17,3 Zoll Gerät, das merkt man auf jeden Fall in der Tasche. Aber gut, es ist ein Gaming-Notebook mit richtig viel Performance. Da kann es auch ein klein bisschen schwerer sein. Was sehr positiv auffällt, es ist recht dünn für ein Gaming-Notebook. 23,75 mm ist es nur dick und das ist schon sehr cool. Und das war mein Video mit dem neuen Acer Triton 900, dem ersten Gaming Convertible. Falls ihr irgendwelche Fragen zu dem Gerät habt, stellt sie einfach unten in den Kommentaren und ich werde versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr meinen Kanal abonniert, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!